Hey man, weißt du, was ich gefunden hab? Was denn? Das glaubst du mir nie im Leben! Was denn? Das ist irrsinnig geil, das hast du noch nie gesehen! Was denn? Ich hab's wieder gefunden! Was ist es denn? Super Mario Kart! Stop it! Stop it! So, Ravioli zockt heute das gute alte Mario Kart für Super Nintendo. Das zweite Super Nintendo-Spiel, was wir haben. In unserer Review-Serie, yeah. Und wir steigen hier gleich mal in den Battle-Mode ein. Da geht es eigentlich nur darum, sich eine Strecke auszusuchen und sich gegenseitig die Panzer liefern. Ich nehme nicht. Cooper ist der Beste. Ich greife immer auf Tod zurück, den habe ich seit eh und je gefahren. Ja, der Kurs 1, der ist zu läppisch. Fangen wir mit dem zweiten an. Nee, ist klar. Wir haben uns entschieden, wir machen ein Best of 3. Also wer als erstes zwei Siege hat, hat gewonnen. So. Verdammt! Jetzt ist auch schon los. Du hast es nicht hinbekommen mit dem Start. Ich habe dir den ersten roten Panzer. Oder er hat nicht gesessen. Haha, ich habe meinen ersten roten. So, schon das Ziel ist so. Zack. Nee, jetzt hat er noch einen. Hilfe, schnell weg. Ja, ich bin sie stehen. Die roten Panzer sind ja das gemeinste, also zumindest bei Original Mario Kart. Nein! Ach, Glück gehabt. Ich hab das. Er hat ja noch einen. Ja, warum? Du hast ja gar nicht. Warum hab ich immer grüne? Ach, du wurdest gerade getroffen gerade. Nein, ich wurde nicht getroffen. Warum? Wegen der Sicherheit, weil ich gegen die Wand gefahren bin. Scheiße. Hallo, ich krieg immer grüne. Ich hab hier die ganze Strecke schon vermint. Fliegende grüne Panzer sind besser als liegende. Was? Ja. Kann man drüber springen oder was? Nee, ich bin ausgewichen. Got another red one. Das kann nicht wahr sein. Oh, jetzt hier, Revenge for Sushi. There he is. Ja. Damn. Wo bist du? Quäh. Bam. Das ist ein Dreck ganz vor die Nase. Das offene Messer. Ja, also, man raced halt durch die Gegend und. Das ist alles sehr zuvoll. Das sind halt Gegenstände. Ich bin über die tollen Fragezeichen fährt. Nein! Ich hab so gedacht. Fuck! Voll dran vorbeigefahren. Weißt du? Wo ist der Gegnerstecker? Da hinten. Ja, der Red One. Nein. Doch. Nein. Yay! Okay, 1-0 für dich. Wir ändern den Kurs. Ich nehme jetzt. Nehmen wir den vierten. Der ist augenfreundlich. The Street Course. Street Course, yes. Gibt es ja auch den Superstar? Ja, mal schauen, ob ich den jetzt hinkriege. Ha! Einmal im Blut, Christian. Wann muss man denn drücken? Kurz bevor die zweite Leuchte anfängt. So, ja, bei den neuen Spielen ist es anders. Auf DS musst du drücken, wenn die 2 gerade weggehen. Nein! Och, nee. We got another red one. Fuck! Yes! Scheiße! No! Scheiße! Sie könnte ein schnelles Ende nehmen. Dann haben wir doch gerade erst angefangen. Ich gönn dir mal ein bisschen Müll, das kann doch echt nicht wahr sein. Ich hab jetzt ein paar Mal einen Fehler bekommen, einen Panzer. Nein, der ist auch wieder an der Ecke hängen geblieben. Das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder Stuff. Ich hab noch viel. Oh. What are you buying? What are you buying? Nein. Toll, Pilz. Kann ich dich totrampen oder was? Der Stern ist auch gemein. Ich muss mal sehen, wie du bist. Ah, du bist ja unsichtbar. Richtig! Damn! Da hinten bist du. Ah! Nee, da hinten bist du auch. Bist bei? Da bist du. Take it! Ha! Fuck! Flüchte! Bleib mir in den ganzen Zäunen! Ach, hab ich früher mal am wenigsten geschaut. Die Zäune? Diese Strecke! So! Battle-Modus! Der reine Wahnsinn! Bam!
Ja. Ging der erstmal mit. Dabei hatte ich eine Feder, ich bin schön drüber. Was ist eigentlich, wenn keine Blöcke mehr da sind? Dann erneuern die sich. So mal wieder aufs Neue. Das ist für dich. Holy. Bin ich jetzt schön. Habe ich gepackt. Getroffen. Jetzt haben wir nur noch einen Ballon jeweils. Man sieht es ja unschwer, ne? Hast du drei Ballons wegballern? Ich meine, wer noch eine Mario Kart gespielt hat, der hat eine echte Videospiellücke. Verdammt! Videospiel-Bildungslücke. Tolles Wort. Da kommt jemand von hinten. Nein, nein! Weg da! Scheiße. Das war echt klar. Naja, oh, ich meine, das ist hier ganz legitim, wenn man auf den anderen Bildschirm guckt, dann ist man halt multitaskingfähig. Oh oh. Die weiter rot. There he is, there he is! Ha, ich hab dich vorher getroffen! Ass! Ja, das war schon die Entscheidung. Das ging jetzt, ganz schnell, ne? 2 zu 0. Aber wir machen noch eins. Vielleicht krieg ich ja 3 hin. Ja, gut. Wir machen noch eins. Machen wir noch. Oder du, Dann wählen wir die. Kannst deinen Verlust nicht ganz so schnell aussehen. Dann kann ich noch meinen Ehrentreffer noch machen. Genau. Auf dem Eis. On the Eis. Habe ich den Start verpasst. Jump! Weg da! Großer, krieg beide Pilze. Oh nein! Oh. Scheiße! Das war voller Absicht, das war voll kalkuliert. Das ist für dich. Hä? Da auch einer. Das sieht mich doch. Nein, der ist am Eis hängen geblieben. Wär's das schon gewesen. Verdammt! Scheiße! Stotti! Ein Insider für die Leute, die Earthbird über 50 gespielt haben. Ach, da bist du gar nicht! Boah, das wird jetzt knapp. Jetzt hätte ich mich fast selbst abgeschossen. Hätte ich auch nichts gegen gehabt. Hätte ich wenigstens meinen Ehrenpunkt noch. Nein! Jetzt hat er mir den roten Panzer geklaut. Das ist das Gemeine am Geist. Aber der rote Panzer sieht den Gegner ja, auch wenn es düster ist. Was? Ach, schön, dass ich es weiß. Na gut. Mein Ehrenpunkt. Großartig. Ist es nicht ganz so schlimm geworden. Aber tolles Spiel. Ich habe gewonnen. Und das Super Nintendo, ne? Also, auf geht's. eBay ersteigern. Tausendmal besser als jeder Emulator. Ja. Als nächstes springen wir direkt rüber. Ich denke mal auf Double Dash. Weil das 64er war nicht unbedingt unser. Also, ne, 64er, ne? Ihr könnt es ja gerne mal in den Comments schreiben, wie euch das Mario Kart 64 gefallen hat. Wir finden es schlecht. Toll. Man lenkt nach rechts und man fährt nach links. Das ist ein anderes Thema. Wäre auf jeden Fall schön, wenn wir eine Meinung dazu hören würden. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. What are you buying? What are you buying? Toll, Pilz. Kann ich dich totrammen oder was? Der Stern ist auch gemein. Ich muss erst mal sehen, wie du bist. Ah, du bist ja unsichtbar. Richtig. Damn. Da hinten bist du. Ah. Nee, da hinten bist du auch. Bist bei? Da bist du. Take it. Ha! Fuck. Flüchte. Bleib mir in den ganzen Zäunen. Ach, hab ich früher mal am wenigsten gespielt. Die Zäune? Diese Strecke. So. Battle-Modus. Der reine Wahnsinn. Bam! Ging der erstmal mit. Dabei hatte ich eine Feder, ich bin schön drüber. Was ist eigentlich, wenn keine Blöcke mehr da sind? Dann erneuern die sich. So mal wieder aufs Neue. Das ist für dich. Holy. Bin ich jetzt schön. Habe ich gepackt. Jetzt wird getroffen. Jetzt haben wir nur noch einen Ballon jeweils. Ja, man sieht es ja unschwer, ne? Hast du drei Ballons wegballern? Ich meine, wer noch eine Mario Kart gespielt hat, der hat eine echte Videospiellücke. Verdammt! Videospiel-Bildungslücke. Tolles Wort. Da kommt jemand von hinten. Nein, nein! Weg da! Scheiße. Das war echt klar. Naja, oh, ich meine, das ist hier ganz legitim. So, schon das Ziel so. Zack. Nee, jetzt hat er noch einen. Hilfe, schnell weg.
Ja, ich bin sicher. Die roten Panzer sind ja das gemeinste, also zumindest bei Original Mario Kart. Nein! Ach, Glück gehabt. Ich hab den. Hat er noch einen? Warum? Du hast ja gar nicht. Warum hab ich immer grüne? Ach, du wurdest gerade getroffen gerade. Nein, ich wurde nicht getroffen. Warum? Wegen der Sicherheit, weil ich gegen die Wand gefahren bin. Scheiße. Hallo, ich krieg immer grüne. Ich hab hier die ganze Strecke schon vermint. Fliegende grüne Panzer sind besser als liebende. Was? Kann man drüber springen oder was? Nee, ich bin ausgewichen. Got another red one. Das kann nicht wahr. Oh, jetzt hier, Revenge for Sushi. There he is. Ja. Damn. Wo bist du? Komm her. Bam! Das ist direkt ganz vor die Nase. Ins offene Messer. Ja, also, man raced halt durch die Gegend und. Das ist alles sehr zufällig. Das sind Gegenstände. Die man über die tollen Fragezeichen fährt. Nein! Hab ich so gedacht. Hey man, weißt du, was ich gefunden hab? Was denn? Das glaubst du mir nie im Leben! Was denn? Das ist irrsinnig geil! Das hast du noch nie gesehen! Was denn? Ich hab's wieder gefunden! Was ist es denn? Super Mario Kart! Stop it. Stop it. So, Ravioli zockt heute das gute alte Mario Kart für Super Nintendo. Das zweite Super Nintendo-Spiel, was wir haben. In unserer Review-Serie, yeah. Und wir steigen hier gleich mal in den Battle-Mode ein. Da geht es eigentlich nur darum, sich eine Strecke auszusuchen und sich gegenseitig die Panzer und die Panzer. Ich nehme nicht. Cooper ist der Beste. Ich greife immer auf Tod zurück, den habe ich seit eh und je gefahren. Ja, der Kurs 1, der ist zu läppisch. Fangen wir mit dem zweiten an. Nee, ist klar. Wir haben uns entschieden, wir machen ein Best of 3. Also wer als erstes zwei Sieger hat, hat gewonnen. So. Verdammt! Geht es auch schon los. Du hast es nicht hinbekommen mit dem Start. Ich habe ja den ersten roten Panzer. Oder nicht gesessen. Ahaha, ich habe meinen ersten roten. Fuck. Voll dran vorbeigefahren. Weißt du? Wo ist der Günther Schläger? Da hinten. Ja, der Red One. Nein. Doch. Nein. Yay! Okay, 1-0 für dich. Wir ändern den Kurs. Ich nehme jetzt. Nehmen wir den vierten. Der ist augenfreundlich. The Street Course. Street Course, yes. Gibt's ja auch den Superstar? Ja, mal schauen, ob wir den jetzt hinkriegen. Ha! Einmal im Blut, Christian. Da muss man denn drücken. Kurz bevor die zweite Leuchte anfängt zu leuchten. So, ja, bei den neuen Spielen ist es anders. Auf DS musst du drücken, wenn die 2 gerade weggehen. Nein! Och, nee. You got another red one. Fuck! Yes! Scheiße! No! Scheiße! Sie könnte ein schnelles Ende nehmen. Da haben wir doch gerade erst angefangen. Ich gönne dir mal ein bisschen Müll. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ich hab jetzt ein paar Mal eine Feder bekommen, einen Panzer. Nein, der ist auch wieder an der Ecke hängen geblieben. Das kann doch nicht wahr sein. Schau mir das Stuff. Wir cutten auf den. Wenn man auf den anderen Bildschirm guckt, dann ist man halt multitasking fähig. Oh oh. Ist hier weiter rot. There he is, there he is! Ich hab dich vorher getroffen. Ass! Ja, das war schon die Entscheidung. Das ging jetzt, ganz schnell, ne? 2-0. Aber wir machen noch eins. Vielleicht krieg ich ja 3 hin. Okay, wir machen noch eins. Machen wir noch. Oder du, Dann wählen wir die... Kannst deinen Verlust nicht ganz so schlimm aussehen. Dann kann ich noch meinen Ehrentreffer noch machen. Genau. Auf dem Eis. On the Eis.
Jetzt habe ich den Start verpasst. Jump! Weg da! Großartig. Kriegst du eine Pilze? Oh nein! Oh. Scheiße! Das war voller Absicht. Das war voll kalkuliert. Das sieht mich doch. Nein, der ist am Eis hängen geblieben. Wäre es das schon gewesen. Verdammt!